Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich bin Mr. Gaddafi, euer dezent gefrustetes Kaninchen. Und es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seitdem ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt hatte. Ein bisschen viel, muss ich dazu sagen, weil ich habe erstmal gedacht so, leck mich. Das ist kein Bock mehr. Das ist halt, egal. Darum soll es heute gar nicht gehen. Worum es heute gehen soll? Wir haben heute ein bisschen was anderes vor. Wir werden den Wächter erst einmal ein bisschen ignorieren, denn es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir machen können, wollen, tun. Zum Beispiel nochmal handeln bei den, bei dem Sockelhändler, vielleicht nochmal vorbeischauen, ob wir einen weiteren Sockel kaufen können. Wir haben auch hier oben in Mistmund hier noch den Händler, der einige Sachen wieder verkauft, nachdem wir den Schlüssel in der Kristallspitze gefunden hatte. Und dann wollte ich auch nochmal zu dem Brunnen, wo wir für den König opfern konnten. Dort haben wir irgendwie nur 100 Geo zu wenig gehabt, um die 3000 voll zu kriegen. Das möchte ich heute machen. Wir werden also ein bisschen rumlaufen und ein bisschen anderen Kram machen und vielleicht auch in die Richtung mal gucken und vielleicht diesen Träumer versuchen zu erwecken. Was ich ganz lustig finde, oder eher wenig lustig, wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, ist die Tatsache, dass... Habe ich noch einen? Ich habe ja noch ein ranziges Ei. Brauche ich nämlich nicht nochmal zu dem Typen da oben hinbewegen. Als ich im Discord darüber geschrieben habe, wo ich hier festhänge, kam die Ansage von wegen so, ja, dann mach doch erstmal den anderen Träumer, mach doch erstmal die anderen Träumer, nicht den im Tiefnest. Die anderen sind noch viel leichter. Und dann wäre so, fuck, den im Tiefnest hast du. Und die anderen sollen leichter sein? Scheiße. Irgendwas läuft da bei dir falsch. Naja. Gut, ich werde dementsprechend in dieser Folge ein bisschen skippen. Es wird viel hin und her gelaufen für mich sein, für euch natürlich nicht. Ihr seht das nur, wenn ich es mal geschafft habe jetzt. So, ich hätte in die andere Richtung laufen können, da ist auch eine Station der Königin, ne? Das geht schneller. Wir gehen runter zu dem Händler und verkaufen mal unsere ganzen Siegel von Heilandsnest und alles sowas, damit wir genügend Geo haben für die großen Handelsaktionen, die wir vorhaben. Aber das werde ich alleine machen. Hallo, ich möchte Dinge verkaufen. Ja. Du hast dein Talent, die zu finden. Du siehst bestimmt eine Menge Leichen auf der... Oh, frag nicht. Frag nicht. Als die Stadt ihr am Ende zuging, benutzte man statt Stein Pergament aus gewobener Spinnenseide. Es ist eine Schande, aber die Feuchtigkeit in diesen Türmen hat die Texte größtenteils unleserlich gemacht. Müsste das nicht aber bei Steinen auch passieren? Ich meine, durch das Wasser wird doch, je nachdem, was das für ein Stein ist, das auch weggewaschen. Wenn um dich herum Gefahren lauern, doch dein Nagel, der ist stumpf, dann nimm dein Journal zur Hand, zieh es stets auf Kopf und Rumpf. Willst du mir damit sagen, dass ich damit auch angreifen könnte, dass ich das als Wurfwaffe verwenden könnte? Davon habe ich jetzt so viele, wenn ich erstmal dazu komme, sie alle zu entziffern, werde ich wohl der größte Gelehrte über die Toten von Heilandsnest sein. Ja, das wärst du wohl. Es ist unglaublich, wie viele du davon schon gefunden hast. Du musst ja die ganze Weite des Königreichs bereits bereist haben, um so eine Sammlung zu haben. Ja, jetzt hast du sie alle. Du hast sie alle. Guck mal einer schau. Oh, Paul. Es ist unglaublich. Ach, jetzt sagst du mir noch das Gleiche. Was haben wir zum Siegel zu sagen? Was Neues? Ich habe gehört, da steht die Statue eines großen Ritters am Eingang der Stadt. Das könnte einer der fünf des Königreichs sein. Ich hätte selbst nachgelesen, aber das Tor ist schon lange fest verschlossen und der Weg drumherum ist wegen den ganzen wandelnden Höhlen einfach zu aufwendig. Der Laden wird noch überschwemmt von den Dingern. Gah, ich hätte nie gedacht, dass es so viele davon gibt. Wenn sie so gewöhnlich sind, wie du es erscheinen lässt,
Soll ich vielleicht zu viel dafür? Das wäre auch eine interessante Idee für die Spielemacher, dass sie die Menge an Geld senken, die man dafür bekommt. Du bist ein sehr talentierter Sammler. Der Beste, den ich kenne. Wenn du so weitermachst, geht mir noch der Platz im Laden aus. Ob der ihm irgendwann noch was gibt, wenn man genügend davon verkauft hat, aber dann sagt von wegen so, ja, hier, nimm diese als Belohnung. Wenn man genau hinsieht, kann man sehen, dass jeder dieser Statuetten einzigartig ist. Sie haben alle feine Inschriften, die es dauert zu entziffern. Ich vermute, jede wurde eigens für ihren Besitzer angefertigt. Ein persönliches Symbol der Allmacht des Königs. Noch ein Königsidol. Was über den Überresten seines Palasts? Sie sind unterhalb dieser Stadt. Ja, da war ich schon. Muss damals ein sehr beeindruckendes Bild gewesen sein. Jetzt ist davon nichts mehr übrig. Schon merkwürdig. Es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes in diesem Gebiet. Als hätte sich dieser Ort ganz in Luft aufgelöst. Kami, Hami, Ha! Was hast du zu sagen? Der Kleine sieht komisch aus, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Na gut. Jetzt nicht sterben, sondern heile zurückkommen in die Station des Königs. Abwärts bitte. Oh, guck mal, wer da ist. Oh, na du Kleiner. Hami, Hami, Ha! Weißer Ritter, so nah. Wo dieser lärmende alte Aufzug wohl hinführt? Rauf zu den alten Minen an der Spitze, nehme ich an. Okay, das war auch ein Hinweis, den ich... Oder das waren Hinweise, die ich immer ignoriert habe, weil ich sie nicht verstanden habe. Vielen Dank für die Erklärung an Mengi. Das wusste ich nicht, dass das hier... Ich habe mich ja beim letzten Mal beschwert, man weiß immer nicht, wohin man soll. Oder ich weiß nicht, wann das letzte... Ich weiß nicht, wann ich mich beschwert habe. Ich weiß, dass ich mich beschwert habe. Dass immer keine Infos sind, wohin ich muss. Das sind die Hinweise. Ich soll also... rauf zu den alten Spitzen an der Mine. Da soll ich wohl als nächstes hin. Ein Dorfbewohner brachte einmal einige dieser Kristalle ins Dorf, doch verstehe ich den Anreiz selbst nicht ganz. Essen kann man sie nicht und als Kissen sind sie unbrauchbar. Sie scheinen nicht die Mühe wert sein. Jetzt frage ich mich allerdings, ich war doch schon... Ach, ich soll da oben nochmal weiter. Bei der Kristallspitze ging es natürlich noch weiter nach Norden, das haben wir ja ein bisschen ignoriert. Ja, das könnten wir natürlich auch machen, aber später. Erstmal holen wir unser Essen wieder. Beziehungsweise unser Essen. Wir geben Essen weg für unsere Seele. Seele! Really? What, darling? Oh boy, Koya. What, darling? Gib her, mein Zeug! Andersrum. Such den Satz selbst zusammen. Lili? Dankeschön, Gigi! Ja, ich habe Frieden mit meinen Sorgen geschlossen. Auf eine ungewöhnliche Art. Auf eine brutale Art. Was für ein fröhlicher Anblick. Ihr fröhlicher Anblick. Erfreulich. So, was haben wir hier? Das war der Händler. Hast du die Karte aus dem einen Gebiet schon? Nee, das ist ja noch dieses Außengebiet, wo wir die Karte damals nicht bekommen haben. Da habe ich irgendwie keinen Zugriff drauf. Warum auch immer diese Karte nicht... dort im Laden zu kaufen ist, ich weiß es nicht, aber naja. Hey, du, ich kann ganz viele Sachen kaufen. Diese Maskenscherbe ist jetzt mein. Dann, dieses Gefäßteil ist nun mein. Dieser schwere Schlag ist jetzt mein. Ich habe gar nicht geguckt, was er macht. Und der Laufmeister. Wenn du es hältst, lässt es dich schneller und ermüdlich herummachen, als wirst du wieder jung. Oder so, wurde mir gesagt. Okay? Papa, so wieder zurück? Du weißt, dass ich nichts mehr habe, oder? Du hast mich komplett leergeräumt. Oder bist du etwa hergekommen, um meinen Berg von Geo zu sehen? Der gehört jetzt mir. Habe ich mir ehrlich verdient? Wo auch immer ihr jetzt seid, was auch immer ihr jetzt tut, ich hoffe, ihr drei passt auf euch auf.
Summa, Con Con. Und. Oh. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz gucken. Wir haben einen neuen. Zwei neue. Das eine war das hier. Verstärkt die Kraft deines Nagels, dass der Gegner weiter fortgeschleudert wird. Wir gehen jetzt runter zum Kartenhändler. Nicht zum Kartenhändler, zum Sockelhändler. Da gehen wir jetzt hin. What the fuck? Was bist du denn? Suicide-Bombe oder was? Hoffentlich bist du nicht wahnsinnig geworden. Nein, bist du. Naja, nicht mehr als sonst. Hey! Oh! Ich kann mir einen Talisman-Sockel kaufen. Nein, ich brauche noch zwei weitere Talismane. Ah, der verkauft keiner. Aber wir haben einen weiteren Sockel. Damit rüsten wir nun aus. Reduziert die Seelenkosten von Zaubern. Ich nehme erstmal das. Wobei, Laufmeister. Ich probiere mal Laufmeister. Mal gucken, was das ist. Haben wir jetzt hier gerade gekauft. Sieht ein bisschen aus nach Skeleton Jack. Hatten wir da nicht noch einen zweiten irgendwie? Achso, das ist die. Ich bin jetzt einfach zu Fuß schneller, ne? Na gut. Upsala. Schon ein bisschen weird, mein Kleiner. Gut, wo gehen wir als nächstes denn hin? Was war denn der nächste Weg? Ich muss mal ganz kurz hier hin, damit ich mich orientieren kann. Wo möchte ich jetzt hin? Ich möchte nach... Ich wollte gucken, in dem Gebiet hier unten nach der... Nach dem Brunnen, ne? Dann muss ich in die Palastgründe. Okay, ab in die Palastgründe. Oh mein König, nimm mein Geld an, meine 2000 Geo. Ich gebe alles für dich. Jo! Den nächsten Gefäßabschnitt, das nächste Gefäßteil. Jo! Und ich habe auch nicht alles weggeben müssen, sondern wirklich nur so viel, dass man genau 3000 weggibt. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Das ist eine schöne Sache, dass das da nicht alles wegnimmt. Okay, jetzt haben wir das. Haben wir doch irgendwas anderes Handelsmäßiges? Wo wir sagen, da könnte man nochmal vorbeigucken. Da lohnt es sich nochmal. Lohnt sich das irgendwo nochmal? Wie viel von den... Pass auf. Wie viel von den Teilen haben wir denn von den... 460! Das heißt, wir könnten ja nochmal gucken, ob wir nicht irgendwo hier in dem... Ah, das war ein richtig beschissener... Wisperner Wurzel... Talisman. Aber da unten, im Mantisdorf, da ist nochmal einer. Den holen wir uns. Wir holen uns mal diese Wurzel und hoffen, dass wir damit vielleicht auf 500 kommen, denn die brauchen wir ja für das nächste Upgrade in der ewigen Ruhestätte. Gucken wir mal, ob das reicht, wenn wir da hingehen. Dafür gehe ich am besten in die Station der Königin. Okay. Wo wir gerade hier sind, wollen wir da nochmal vorbeigucken bei der Pilzmanscherin, bei der, die hier so lecker Pilze mümmelt, was die so vielleicht zu sagen hat. Na du? Kami, Hami, Ha! Diese kleine Kreatur sieht schmackhaft aus. Ich frage mich, soll ich sie essen? Die anderen hier waren alle so fade. Hey, du. Super. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein. Ja, das ist so mal keine Ahnung. Komm ich da nicht hoch? Die gehört hier. Ach, doch, man kommt hoch. Ach, guck mal, die mümmelt leckere Pilze. Was haben wir hier Leckeres? Ein Siegel von Heilands Nest. Sagst du so? Lass mich raten, was sie versteckt. Bitte, kein Essen. Ja, die gehört ja zu dem Volk von den... wandernden Wesen, wo wir hier auch die Möglichkeit haben, mit den
diesem... Wie heißt das? Hier, mit dem, die Grimmkinder. Die gehört doch, glaube ich, zu den, zum Grimm-Volk. Oh Gott, das wollte ich nicht. Und die hat dort scheinbar lecker alle anderen hier drumherum auch gegessen. Was dazu hindeutet, dass die halt auch böse sind. Auch das wurde ja auch schon wieder angekündigt, dass die nicht gut sind, wird auch von den ganzen Bewohnern hier in dem... Oh, das wollte ich gar nicht von hier gucken. Okay, bis gleich. Ah, da ist der. Ich räume erstmal auf. Oh gut, das kann ich eigentlich nicht machen. Kami. Kami, Hami, Ha! Lass mich doch jetzt einsammeln. Viel leichter, wenn ich die geschlossener. Kami, Hami, Ha! Das ist nix. Hoffen wir, dass das. Ich glaube nicht, dass das 30 werden. Aber wir gucken einfach mal, wir probieren es. Upsala. Dich habe ich gar nicht gesehen. Nein, nein! Oh mein Gott. Mit dem Doppelsprung! Verwirrt sein so! Was ist das? Schade. Das reichte nicht. Kami, Hami, Ha! Stolze Krieger an die Ehre gebunden. Ja, das ist ja aussagekräftig. Na gut, dann, wenn wir das jetzt haben... nun, also, bleibt uns wohl doch nur das in dem Aufzug dort unten. Also ab zur Station der Königin. Des Königs. Wobei, ich sehe gerade, dass ich hier noch einen Weg habe, an den ich nicht weiter kam. Ich erinnere mich. Lass uns da mal reingucken. Genau, jetzt können wir nämlich hier hoch. Hey, du! Ja, egal, du stirbst jetzt. Pilzkern. Ach, Geld. Nehmen wir mit. Süß, das war ein Pilz, ne? Ein Geopilz. Ein Geopilz! Davon haben wir jetzt nämlich auch genug getötet. Warte mal, da geht's weiter. Ins Dunkle! Warte, ging's da oben weiter? Wow, ein ranziges Ei, das brauchen wir. Wir haben ja eins verbraucht. What? Abzusehen. Haben wir davon noch genug getötet? Wo geht's hier hin? Irgendwo könnte aber noch einer von denen. Upsala. Naja, du bist tot. Na, ich sollte das vielleicht nicht machen. Boah, ein Fernkampfangriff, ein vernünftiger. Ah, das war auch schlau. Ich stelle mich gerade richtig gut an. Ich sterbe gleich an sowas. Nee, lass mich mal. Irgendwie mal ganz kurz. Warte mal, da oben war doch ein Heilpilz. War hier nicht ein Heilpunkt? Wie kam ich denn da hoch? Ja, ist ja geil. Wir nehmen die beiden hier, die beiden kleinen Schnuffels, die werden jetzt mal sterben, damit wir uns heilen können. Wo landen wir hier? Haben wir eine Karte davon? Haben wir. Wo geht's dorthin? Irgendwo in einem großen Bereich, wo es dann weiter ins Tiefnest geht. Ach ja, na schön. Gut, das würde ich sagen, das... erkunden wir beim nächsten Mal? Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, da ich ja ein bisschen doch zurechtschneiden musste. Ich glaube, dass... Ach, dann ist die Folge ein bisschen kürzer. Ist ja auch nicht schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.